Hat Oda tatsächlich gerade Shanks Bruder enthüllt? Am Ende dieses Kapitels sehen wir 12 Charaktere, die eine bedeutende Rolle im finalen Krieg spielen werden. Das Rennen um das One Piece ist nun offiziell eröffnet. Bevor wir uns jedoch mit diesem mysteriösen Charakter beschäftigen, lasst uns zunächst einen Überblick verschaffen. Kapitel 1121 trägt den Titel Die Ebbe und Flut der alten Zeit und es wird erwähnt, dass dieser Ausdruck in der Vergangenheit auch von Roger verwendet wurde. Wie bereits im letzten Kapitel angedeutet, war die Welt schockiert, als sie erfuhr, dass sein wahrer Name Goldie Roger war. Die Regierung wollte offensichtlich das mysteriöse D in seinem Namen herunterspielen. Oda erklärt in diesem Kapitel sogar auch, warum der Piratenkönig Roger der Welt nicht die Wahrheit sagte, worauf wir später aber noch eingehen werden. Beginnen wir wie immer am Anfang. Und leider pausiert Yamatos Coverstory diese Woche, doch wir werden auf jeden Fall mit einem schicken Farbbild getröstet. Das Farbbild dieses Kapitels zeigt eine riesige Nami, was immer wieder schön anzusehen ist. Sie nimmt fast die gesamte Illustration ein, während die restliche Crew um sie herum kleiner gezeigt wird. Das Kapitel beginnt dann mit einem Angriff von Saturn, der Bonnie und Kumar mit seinen giftigen Beinen attackiert. Doch die Riesen setzen ihre Schilde zusammen, um die Angriffe abzuwehren. Saturn ist momentan der meistgehasste Charakter in One Piece und definitiv der unbeliebteste in diesem Arc. Trotz allem, was er getan hat, versucht er erneut, Bonnie und Kumar zu verletzen. Ich hatte bereits die Theorie, dass Saturn möglicherweise nicht lebend aus dieser Situation herauskommt. Auch wenn es scheint, als wäre er unsterblich, wissen wir, dass er dennoch ein Teufelsfruchtnutzer ist. Und das könnte für später noch wichtig werden. Jetzt beobachtet Ruffy, wie Bonnie sich wieder in ihre Nika-Form verwandelt. Sie versucht wieder aufzustehen, ist jedoch verständlicherweise noch immer erschöpft. Ruffy blockiert dann absichtlich einen von Saturns Angriffen, weigert sich aber, Saturn selbst anzugreifen. Er sagt: Bonnie, du musst es tun. Es wäre für Bonnie sicherlich sehr befriedigend, eine Rolle bei der Niederlage von Saturn zu spielen, nachdem er ihr und ihrer Familie so viel Leid zugefügt hat. Dass Ruffy jedoch einen Weisen wie Saturn so lange am Leben lässt, bis Bonnie bereit ist, ihn zu besiegen, ist ein anderes Thema. Überleg mal, er ist so zuversichtlich in seine Stärke, dass er sich keine Sorgen macht, Saturns Angriffe abwehren zu können, solange es dauert, bis Bonnie bereit ist. Nach diesem Kapitel hat sich das Machtverhältnis zwischen Ruffy und den Weisen für mich definitiv verschoben. Nachdem Ruffy dann Bonnie aufgemuntert hat, schaut sie wütend auf Saturn und endlich erhebt sie sich und schwebt wieder in der Luft, bereit zum Kampf. Wir wechseln dann zu Vegapunk, der langsam aber sicher zum Ende seiner Rede kommt. Und ja, er redet immer noch. Ein weiterer Sieg für Vegapunk, der seine Pläne mehr als gut durchdacht hat. Trotz der stärksten Organisation der Welt, die verzweifelt versucht, ihn aufzuhalten, und ganz zu schweigen von York, dem Verräter Vegapunk. Vegapunk fährt dann fort und sagt, dass der Tag wieder kommen wird, an dem dasselbe Ereignis, das während des verlorenen Jahrhunderts stattfand, in der Gegenwart passiert, weil die Waffen, die das Desaster verursachten, immer noch in dieser Welt existieren. Er hat bereits enthüllt, dass Joyboy dafür gesorgt hat, dass die antiken Waffen weitergegeben wurden, und deshalb war er sich nicht sicher, ob Joyboy gut oder böse war. Aber wenn man sich anschaut, wo die Welt in One Piece jetzt steht mit der ungerechten Weltregierung, ist klar, dass er wollte, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich zu erheben und zurückzuschlagen. Während Vegapunk dies über die antiken Waffen sagt, sehen wir dann auch Nefeltari, die Vivi, und Shirahoshi, die antike Waffe von Poseidon. Und während wir bei diesem Abschnitt sind, lohnt es sich auch, auf das Skypiea-Update einzugehen, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat Oda bisher Skypiea in unserer Weltreise vermieden. In diesem Panel sehen wir Viper, und wenn ihr über seine Coverstory nicht auf dem Laufenden seid, keine Sorge, da gab es nicht allzu viel. In Kapitel 425 sehen wir Viper und die Shandianer bei der Wiederherstellung des Waldes. Zwei Jahre später, in Kapitel 648, haben Viper und seine Crew neue Outfits und bewachen offenbar den neuen Palast von Gott. Der Gott, der für sie nicht mehr existent ist. Aber abgesehen von diesem schönen, friedlichen Leben, hatten sie es in den letzten zwei Jahren wirklich gut. Die Frage an der Stelle ist aber vielmehr, ob Viper zurückkehren wird. Und welche Rolle könnte er in Zukunft spielen? Auf den ersten Blick scheint es nicht viel über Vipers zukünftige Rolle zu verraten. Aber eine Sache, die Oda offensichtlich in der Coverstory hervorgehoben hat, ist Vipers Arm-Tattoo. Ein Rad mit 8 Speichen. Dies basiert höchstwahrscheinlich auf dem Symbol des Dharma-Chakra oder des achtfachen Pfades. Dieses Symbol und die Philosophie des Dharma-Chakra sind in den Religionen Hinduismus, Buddhismus und Jainismus tief verwurzelt und finden sich in ganz Ostasien wieder. Auch in Skypiea gibt es viele buddhistische Referenzen, wie die Bezüge zu Kami. Kami ist der Titel des Anführers von Skypiea. Während Kami allgemein als Gott verstanden werden kann, was beispielsweise auch durch Enel illustriert wurde, wird der Begriff auch verwendet, um Geister und Seelen zu beschreiben. Dies spiegelt sich ebenso im Glauben an die Ahnenbäume und die goldene Glocke wieder. Das Läuten der goldenen Glocke repräsentiert nicht nur eine Botschaft an die Ahnen, Geister, sondern auch ein Bekenntnis zur Pflicht, die Poneglyphen zu schützen. Falls ihr das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass der Schutz der Poneglyphen Teil der Mission von Nefeltari, die Lili, war. Es scheint, dass die Shandianer des verlorenen Jahrhunderts gegen dieselben Feinde kämpften, um Lilis letzte Bitte zu erfüllen. Als Robin die Ruinen von Shandora entdeckte, ergab ihre Untersuchung, dass die Stadt beim Versuch, die Poneglyphen zu schützen, zerstört worden war. Alle Bücher der Stadt wurden verbrannt und ihre gesamte Geschichte ausgelöscht. Die steht auch auf jeden Fall im Zusammenhang mit den Worten von Professor Kleeblatt aus Kapitel 395 während des Ohara-Rückblicks. Kleeblatt konfrontierte die Weisen mit der Wahrheit über den Zweck der Poneglyphen und darüber, wie sie einen verzweifelten letzten Versuch starteten, die Botschaft zu bewahren. Ein weiteres Mal sehen wir, wie das Wort Licht als Metapher für Wahrheit und Erleuchtung verwendet wird. Das bringt uns zurück zu Viper und seinem Tattoo. Wir können nun verstehen, dass Vipers Charakter darauf ausgerichtet ist, die Geschichte von Shandora zu schützen und nach den 8 Tugenden zu leben, die vom Dharma-Chakra inspiriert sind. Die wichtigste dieser Tugenden und wahrscheinlich die passende zu unserer jetzigen Situation ist wahrscheinlich die rechte Sichtweise, das Erkennen der Wahrheit. Und der Grund, warum ich all das gerade jetzt erwähne, ist eine interessante Theorie, die besagt, dass Viper in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, indem er sein Gelübde erfüllt und die Stimmen der Besiegten beschützt. Es ist also kein Zufall, dass wir Viper in diesem Kapitel direkt nach Vivi und Poseidon sehen. Vegapunk spricht weiter über die antiken Waffen und fügt hinzu,
weil die Erben der Rassen, die aus der Geschichte gelöscht werden sollten, noch immer existieren. Dieser Punkt ist auch verdammt interessant. Trotz der Bemühungen der Weltregierung, die Vergangenheit auszulöschen und ihre Diskriminierung aufrechtzuerhalten, sind Kreaturen wie Kumar und King weiterhin aktiv. Passend dazu sehen wir dann noch Kumar auf dem Riesenschiff und dann einen Rückblick auf sein Gespräch mit Vegapunk über die Buccaneers. Anschließend sehen wir Marco, der an Whitebeard denkt, als dieser über das Land der Götter sprach, das auf der Red Line existiert. Und passend dazu wiederum sehen wir dann noch King. Er befindet sich bandagiert in einem dunklen Raum. Es war irgendwie klar, dass King noch am Leben ist. Oder würde das letzte Mitglied einer Rasse nicht einfach so sterben lassen? Queen ist aber bestimmt auch nicht tot. Er wird sich sicher Caesar und Judge anschließen, die wir bald auch sehen. Doch zunächst sehen wir Pudding in einer Zelle, wo sie sich an ihre Kindheit erinnert, als Kinder sie wegen ihrer drei Augen hänselten. Auch wenn viele nicht überlebt haben, ist es beeindruckend zu sehen, dass die Erben dieser Rassen, wie Vegapunk sie nennt, immer noch eine Rolle in diesem globalen Machtspiel spielen und möglicherweise die Weltregierung stürzen könnten, die sie verfolgt hat. Was mich besonders beeindruckt, ist, wie Oda dieses Detail seit dem Timeskip sorgfältig durchdacht hat. Er hat sichergestellt, dass sowohl Wano als auch Whole Cake Island ein Mitglied dieser fast ausgestorbenen Rassen zeigten, was später noch eine bedeutende Rolle spielen würde. Tatsächlich wurde Pudding am Ende von der Fischmenscheninsel eingeführt, was eine bemerkenswerte Planung zeigt. Aber nun zurück zum Schiff der Riesen, wo Ruffy erneut seine Stärke unter Beweis stellt. Saturn versucht weiterhin Bonnie anzugreifen, doch Ruffy blockt jeden einzelnen Schlag ab. Bonnie erinnert sich dann an das erste Treffen zwischen Saturn und Kumar auf God Valley. Sie denkt zurück an ihre Kindheit und an Ginny, als Saturn ihr offenbarte, dass er derjenige war, der ihre Mutter grausamen Experimenten aussetzte. Dies verdeutlicht einmal mehr die Tragödie von Kumar, Ginny und Bonnie, sowie die Grausamkeit von Saturn. Diese Rückblicke deuten aber auch darauf hin, dass sich dieser Arc dem Höhepunkt nähert. Der emotionale Moment erreicht nämlich seinen Zenit, als Bonnie schließlich schreit: "Wie konntet ihr das meinem Vater und meiner Mutter antun? Ihr seid keine Götter, aber Gott existiert." Während Bonnie spricht, sehen wir Reaktionen von Sentomaru und Kizaru. Kizaru liegt noch immer am Boden und gönnt sich eine wohlverdiente Pause nach dem Mord an einem Freund im Namen der Gerechtigkeit. Es ist ziemlich sicher, dass er, wenn er wirklich dem Weisen helfen wollte, längst aufgestanden wäre. Ich glaube nicht, dass er noch viel tun wird, nach dem, was er bereits angestellt hat. Der einzige Grund, warum wir ihn sehen, ist die Verbindung zu Bonnies Geschichte. Dasselbe gilt für Sentomaru. Bonnie erinnert sich an Kumar, der von Nika sprach, während sie Saturn unter Tränen anschreit. Wieder einmal wird der Sonnengott Nika verwendet, um den Unterdrückten Hoffnung zu geben. Bonnie fährt fort und sagt: "Ich wollte wirklich, dass wir drei zusammenleben. Ich dachte sogar, ich würde lieber sterben, als am Ende alleine zu sein." Sie stellt sich eine alternative Realität vor, in der sie als Baby mit Kumar und Ginny zusammenlebt. In dieser Vorstellung sagen Kumar und Ginny: "Bonnie, danke, dass du geboren wurdest." Wie immer ist es mehr als nur traurig, aber das Leben von Bonnie war nie einfach. Ihr Monolog baut jedoch den Höhepunkt des Arcs wunderschön auf. Wartet nur ab. Bonnie sagt schließlich: "Aber ich lebe weiter, weil die beiden es wünschen." Saturn unterbricht dann wieder mit einem klassischen: "Ihr verdammten Insekten." Dann bekommen wir ein episches Doppelseitenbild, auf dem Bonnie und Riesen-Ruffy sich zu einem Combo-Angriff gegen Saturn vorbereiten. Das ist einfach großartig. Bonnie hält Unterstützung, da sie offensichtlich nicht stark genug ist, um Saturn alleine zu besiegen. Währenddessen geht Vegapunks Nachricht weiter. Ganz gleich, was passiert, ich habe Vertrauen in die Menschheit und Vertrauen in die Wissenschaft. Jetzt sehen wir Iceberg und, so wie bereits angedeutet, Judge und Caesar, die sich streiten. Kurz darauf sehen wir am Ufer von Egghead unseren antiken Riesen, der immer noch gegen Jupiter und Merkur kämpft. Dann bekommen wir auch schon das nächste epische Doppelseitenbild. In dieser Szene sehen wir nämlich Ruffys und Bonnies vorbereiteten Combo-Angriff in Aktion. Bonnie trifft Saturns Gesicht mit einem riesigen Schlag, während Ruffy in seiner Riesenform den Rest von Saturns Körper bearbeitet. Das ist der heftigste Angriff, den Saturn bisher einstecken musste. Bonnie nennt ihren Angriff Nika Punch der Befreiung und symbolisiert auf gewisse Weise, wie sie sich ihrer traumatischen Vergangenheit stellt. Saturns Körper wird buchstäblich in Stücke gerissen. Er ist voller Löcher und seine Gliedmaßen beginnen zu zerfallen. Alle Riesen jubeln den scheinbaren Siegern Bonnie und Ruffy zu. Selbst Kumar scheint ein wenig zu lächeln, was ein sehr befriedigendes Detail ist. Bonnie lässt schließlich los und weint, während Ruffy lacht und sagt: "Wir haben ihn weggeblasen. Hey Bonnie, du warst großartig." Das ist wirklich ein fantastischer Abschluss. Jetzt sehen wir, wie die Thousand Sunny in der Nähe des Riesenschiffs landet und wir sehen Lysop, Chopper, Jinbei und Zoro. Währenddessen fährt wie üblich Vegapunk weiter fort. Heute gibt es bestimmte Personen, die nicht unterdrückt werden können. Und diese sind wahrscheinlich die, die der Wahrheit am nächsten kommen. Ein Zufall oder hat Roger alles in Gang gesetzt? Dies könnte erneut als Verteidigung dafür gesehen werden, dass Roger der Welt nicht verriet, was er gelernt hatte. Einerseits, wie bereits erwähnt, könnte Roger gedacht haben, dass es keinen Unterschied machen würde. Andererseits könnte er versucht haben, die Dinge so in Bewegung zu setzen, dass das Gute, verkörpert durch Figuren wie Ruffy, letztlich siegt. Anschließend bekommen wir auch wieder einen Rückblick auf Rogers letzte Worte vor seiner Hinrichtung. Zurück zum allerersten Kapitel. Diese epische Szene wird auch wieder neu beleuchtet durch das, was wir bisher erlebt haben. Das war nämlich der Anfang von allem. Dann, vor dem Timeskip während der Zeit mit Whitebeard, wurde das Feuer neu entfacht und das Rennen um die nächste Phase eingeläutet. Und nun, da wir in der finalen Saga angekommen sind, spricht Vegapunk zur gesamten Welt und macht das Rennen erneut greifbar. Dies wird auch vermutlich das letzte Mal sein, dass dies geschieht. Vegapunk äußert dann einen wichtigen Gedanken. Es ist nicht sicher, dass die Person, die Joy Boy erhoffte, derjenige sein wird, der es in die Hände bekommt. Das deutet darauf hin, dass Joy Boy und vielleicht auch Roger eher hoffnungsvoll als sicher waren. Sie hofften, dass jemand wie Ruffy kommen und den Sieg erringen würde. Aber es gibt auch andere, die nach diesem Schatz und dieser Macht streben. Um das zu reflektieren, sehen wir dann Hachinoso, wo alle Piraten unruhig werden und auf die Rückkehr von Teach warten. Dann schneiden wir wieder nach Sabaody und sehen Rayleigh, der betrunken schläft. Anschließend sehen wir die Legende selbst, der sich wie Rayleigh am Betrinken ist.
Die Rothaarpiraten sagen, Boss, du hast zu viel getrunken. Shanks antwortet, halte die Klappe, ich habe nicht getrunken. Doch es klingt definitiv so, als ob er betrunken ist, als er das sagt. Wir sehen auch endlich die Kreuzgilde. Crocodile und Mihawk starren nur schweigend und sehen wie gewohnt genervt vom Buggy aus, während Buggy schockiert fragt, hä? Andere wichtige Akteure kommen aber ebenfalls zu Wort. Die Marines in den U-Booten des Marinehauptquartiers beginnen zu diskutieren, dass sie das One Piece vor allen anderen bekommen müssen. Dann kehren wir auch zu Vegapunks abschließendem Satz des Kapitels zurück. Er sagt, ob es derjenige sein wird, den Joy Boy wünschte oder nicht, das Schicksal der Welt wird von demjenigen entschieden, der es beansprucht. Wir werden von Oda wirklich mehr als verwöhnt, denn in einem dritten beeindruckenden Doppelseitenbild sehen wir diesen letzten Satz von Vegapunk zusammen mit einer Collage der wichtigsten Charaktere aus One Piece. Ruffy, Blackbeard, Shanks, Buggy, Akaino, Dragon, Imu, Corby, Kuzan, Garling und Sabo. Aber hier kommt der spannende Teil, den ich dir am Anfang versprochen habe. Wir entdecken ein neues Panel mit einer Silhouette eines mysteriösen Charakters im Schatten. Dieser geheimnisvolle Mann trägt einen Umhang und hält ein Schwert, das auffallend ähnlich wie Shanks Schwert Griffin aussieht. Diese Szene erinnert an die zentrale Figur im Schatten, die Dragon erwähnte, als er über die Heiligen Ritter sprach. Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder dieser mysteriöse Charakter ist eng mit Shanks verbunden, oder er ist ein Shimotsuki und somit mit Zoro verknüpft. Oder würde in einem so bedeutenden Panel sicher keinen zufälligen neuen Charakter präsentieren. Viele Fans spekulieren, dass dieser Mann Shanks böser Bruder sein könnte. Diese Theorie wird durch die Narbe noch geschützt. Natürlich ist Shanks einer meiner Lieblingscharaktere und ich bin gespannt, mehr über ihn zu erfahren. Doch momentan tendiere ich mehr dazu zu glauben, dass dieser neue Charakter wahrscheinlich aus dem Shimotsuki-Clan stammt. Er sieht nämlich auch Zoro sehr ähnlich. Auch die Art und Weise, wie er das Schwert hält, erinnert sehr stark an die Mitglieder des Shimotsuki-Clans. Unter den 12 gezeigten Charakteren gibt es 5 gute und 6 böse, deshalb denke ich, dass der 12. Charakter ebenfalls eine bedeutende oder freundliche Rolle spielen wird und ein Shimotsuki würde perfekt in diese Rolle passen. Außerdem wissen wir immer noch sehr wenig über Zoros Vergangenheit. Zwar wurde in einer SBS enthüllt, dass Zoros Vater in einem Kampf gegen Piraten gestorben ist, aber das scheint mir nicht ausreichend für einen so wichtigen Charakter wie Zoro zu sein. Im Vergleich dazu haben wir nahezu jedes Detail von Sanjis Kindheit bekommen. Daher bin ich überzeugt, dass Oda uns eine tiefere Hintergrundgeschichte für Zoro noch präsentieren wird und genau dort könnte dieser neue Charakter eingeführt werden. Ob Shanks Bruder oder ein Verwandter von Zoro, ich bin fast sicher, dass dieser geheimnisvolle Charakter der Mann mit der Brandnarbe ist. Wie ich bereits sagte, zeigt dieses Panel alle Charaktere, die eine zentrale Rolle im finalen Krieg spielen werden und der Mann mit der Brandnarbe wurde schon mehrfach nach Wano erwähnt. Es wurde gesagt, dass er das letzte Road Poneglyph besitzt, weshalb es nur logisch erscheint, dass Oda in diesem Kapitel eine Silhouette von ihm zeigt. Doch genug Theorien. Dieses epische Kapitel endet mit Vegapunks Rede, der eine mitreißende Aussage trifft, die Rogers berühmten Satz widerspiegelt, der die gesamte Serie ins Rollen brachte. Er sagt, es hängt alles davon ab, wer es findet. Das One Piece. Was für ein großartiges Ende. Es markiert nicht nur den Abschluss dieses Arcs, sondern auch den Übergang zum finalen Krieg und dem Wettlauf um das One Piece. Lass gerne ein Zeichen da, wenn dir dieses Format gefallen hat. Und wie immer, thanks for watching.